Als ich im Jahr 2000 das allererste Mal auf der Systems war, kennt die noch jemand außer Herrn Schreiber? Systems schon mal? Ah, ja, die älteren Herrschaften wie ich, die kennen noch die Systems. Da hat die ITSA mal angefangen, wer es noch kennt. Waren am Anfang 4 Stände, zum Schluss eine von 3 Hallen. Dann ist die System einen traurigen Tod gestorben. Und naja, jetzt haben wir hier in 2 Hallen nächstes Jahr noch ein bisschen mehr. Jedenfalls 2000 meine erste ITSA. Das habe ich morgens gesehen. Da hieß es noch Morningstar. Jetzt ist es noch ein bisschen später geworden. Da habe ich den Sebastian Schreiber gesehen mit seinem Lifehacking. So lange ist das her. Genau. Und da steht er immer noch. Gut. Hier wird noch ein bisschen verkabelt. Gibt es ein Kabel mit Internet draufgeschrieben? Ist auch gut. Das Internetkabel. Genau, ja, ich wünsche mir ganz viel Spaß mit Sebastian Schreiber. Perfekt, meine Damen und Herren. Ich jedenfalls werde Spaß haben, denn die Tätigkeit im Bereich Hacking und Pentesting ist eine, die Riesenfreude macht. Ich habe eine Menge für Sie vorbereitet, was wir uns heute anschauen können. Wir haben nur eine halbe Stunde Zeit, also lassen Sie uns sputen und eine nette Auswahl treffen. Was können wir machen? Erstens, wir haben die Möglichkeit, einen destruktiven Angriff durchzuführen, eine sogenannte Denial-of-Service-Attack gegen einen Webserver. Was ganz Einfaches. Kostet mit 30 Sekunden, sehen Sie gleich. Dann haben wir die Möglichkeit, Angriffe gegen mobile Apps durchzuführen. Früher haben wir von Client-Server-Systemen gesprochen, heute sprechen wir eher von mobilen Apps und der Cloud, die da eine Relevanz hat. Habe ich also auch was vor, auf diesem Nexus-Mobiltelefon können wir was machen. Möglicherweise kennen Sie alle jemand, der vom Locky oder einer anderen Crypto-Ransomware betroffen wurde. Ich kann nur sagen, bei mir jetzt im Privatumfeld 2, 3 Leute erwischt, aber auch bei großen Unternehmen hat die Krypto-Ransomware zugeschlagen und Festplatten verschlüsselt. Der größte Vorfall, der publik geworden ist, ist das Klinikum Neuss. Da gab es so die Presse einen Schaden von etwa 2 Millionen Euro, der da eingetreten ist, aber mir selbst sind Kunden bekannt, die einen weitaus größeren Schaden gehabt haben. Jetzt fragt man sich, wie diese Krypto-Ransomware durch Virenscanner sich durchschmuggelt. Und da kann ich was dazu sagen. Und ich kann nicht nur was dazu sagen, sondern ich kann auch zeigen, wie wir Virenscanner traversieren, wie wir also außen rumkommen an Virenscanner. Drittens, Angriffe auf Viertens. Ist was, das wir uns anschauen können. Spezielle USB-Spionagewerkzeuge, die kommerziell verfügbar sind. Habe ich also auch ein paar hier. SMS-Fälschen können wir gemeinsam. Jeder von Ihnen hat heute schon eine SMS bekommen, behaupte ich, oder zumindest die Mehrheit. SMS lassen sich fälschen. Wenn ich also Ihnen eine SMS schicken soll von Ihrer Frau, kann ich machen. Wir haben die Möglichkeit, uns USB-Krypto-Angriffe anzugucken. USB-Krypto-Sticks lassen sich oftmals ohne großen Aufwand überlisten. Ich habe die Möglichkeit, mit Ihnen gemeinsam diese Kettenkamera zu manipulieren. Da sind wir schon ganz dicht am Internet of Things. Wir haben SQL-Injections hier, in Barcodes sogar, und ich habe die Möglichkeit, Funktastaturen anzugreifen. Jo, ganz kurz zu meiner Person. Ich habe die Sys GmbH gegründet. Momentan haben wir 87 Mitarbeiter. Wir sind also stark wachsend. Ich glaube, dass die Branche des Penetrationstests, in der wir uns sehr wohlfühlen, extrem wachsen wird. Deswegen baue ich ein neues Gebäude, und zwar dieses. Hier sehen Sie einen Blick auf meine Baustellen-Webcam. Aber jetzt würde ich sagen, lassen Sie uns gleich loslegen mit dem ersten Punkt, den ich besprechen möchte, Angriffe, Sabotageangriffe gegen Webserver. Da zeige ich Ihnen einen Webserver, der im Internet steht und was ganz Einfaches macht. Das ist mein Webserver, der zeigt nichts anderes an als die Uhrzeit. Das heißt also, ich gehe hier einfach drauf und Sie sehen, die Uhr tickt. Und diesen Webserver möchte ich mit Ihnen gemeinsam angreifen und platt machen. Wir führen also eine Denial-of-Service-Attack durch, und zwar hier eine Denial-of-Service-Attack, die Überlast einsetzt. Wie genau die funktioniert, sage ich Ihnen auch gleich. Dazu brauche ich dieses Debian Linux, da läuft's. Und nun habe ich die Möglichkeit, über einen Befehl die SSL Renegotiation Attack zu starten. 1, 2, 3. Angriff läuft und die Uhr hört auf zu ticken, quasi instantan. Ich breche den Angriff ab mit Ctrl-C und die Uhr tickt wieder. Wir sehen, das System lässt sich mit nur sehr wenigen Paketen komplett überlasten. Was geschieht bei der SSL Renegotiation Attack? Ist ganz einfach. Wir provozieren das Zielsystem dazu, neue SSL-Keys auszuhandeln. Und das ist eine Operation, die recht intensiv ist. Und wenn ich die also wiederholt durchführe, dann wird das System entsprechend platt gemacht. Sehr spannender für uns, sehr effektiver Angriff.
gibt es eine spannende Geschichte dazu. Diese Attacke haben wir gefunden in der Iron Port von Cisco, aus einem Mail Gateway. Haben das also auch bei einem Kunden dann hinterher in den Penetrationstestbericht reingeschrieben, mit der Konsequenz, dass der Kunde die Schwachstellen entsprechend beheben wollte. Und Cisco hat nicht mitgezogen. Daraufhin haben wir Cisco ein Advisory geschickt, also ein förmliches Advisory, die förmliche Aufforderung, die Schwachstelle entsprechend zu beheben. Cisco hat es auch gemacht, hat allerdings unsere Schwachstelle nicht als Schwachstellen-Request, als Security-Advisory akzeptiert, sondern als Feature-Request. Eine ganz witzige Angelegenheit. Das wurde aber dann priorisiert durchgeführt. Wenn Sie also heute die Iron Port einsetzen auf den neuesten Patch, dann klappt diese Attacke nicht mehr. Die Attacke ist übrigens bei SMTP ein bisschen anders, weil man ja da auf Port 25 zunächst mal Klartext erwischt und dann eben erst über GoTLS in den verschlüsselten Modus rüber switchen muss. Man müsste also hier ein anderes Tool einsetzen, das Tool leicht modifizieren. Sehr schön. Das war der erste Streich. Doch, wie es bei Wilhelm Busch heißt, der zweite folgt zugleich. Nächster Angriff ist ein Angriff auf eine mobile App. Zu dem Zweck habe ich eine mobile App dabei, und zwar auf meinem Mobiltelefon, auf dem Nexus, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. Und ich würde gerne mit Ihnen gemeinsam eine App angreifen, und ich habe für Sie Quizduell gehackt. Also eine sehr, sehr beliebte App. Kennt die jemand von Ihnen? Ja, einige. Frage, Sie hier vorne, wären Sie bereit, auch gegen mich zu spielen? Nicht? Haben Sie es dabei? Auch nicht? Sie hatten sich auch gemeldet, wären Sie dabei? Sie, genau, richtig, Herr Herwig. Sie haben es nicht dabei, können Sie es kurz installieren? Auch nicht? Ich bräuchte irgendjemand, der Lust hat, gegen mich zu spielen. Haben wir einen Freiwilligen? Sie machen das super, kommen Sie doch nach vorne, nehmen Sie hier gleich Platz, gleich hier oben auf der Bühne Platz. Platz nehmen heißt hier stehen Platz nehmen, und als kleine Belohnung dafür, dass Sie mitgemacht haben, schenke ich Ihnen mein Buch IT-Revision, IT-Audit und IT-Compliance. Na perfekt! Manchmal klappt alles. Wie heißen Sie? Damit meine ich jetzt nicht Ihren bürgerlichen Namen. Oh je, oh je. Kommen Sie doch kurz mit drauf, sonst ein langer Name ist das. Also, wir gehen auf Spiel starten, wir gehen auf Spiel suchen, und jetzt gebe ich Sie hier entsprechend ein. Sehr schöner Name. Es ist nicht Ihr bürgerlicher Name. So, wir gehen auf Suchen. Hier habe ich Sie, und ich habe Sie jetzt bereits zum Spiel herausgefordert. Hier steht überall Sieg bei Ihnen bisher. Das werden wir ändern. Ich will Sie bitten, einfach zu zocken. Spielen Sie durch. In der Zeit, während mein Gegenspieler spielt, erkläre ich Ihnen kurz, wie das Spiel funktioniert. Das ist eigentlich relativ einfach. Das ist eine Transformierungen der klassischen Fernseh-Quiz-Shows in den Cyberspace. Das heißt, wir haben irgendwo einen Game Master, mein Gegner kriegt also jetzt gleich insgesamt 3 Fragen gestellt mit jeweils 4 verschiedenen Antwortkandidaten, und der klickt dann Multiple-Choice-mäßig drauf und hat dann hinterher gewonnen oder nicht gewonnen. Danach erhalte ich haargenau die gleichen Fragen gestellt, mit den gleichen Antwortkandidaten, und kann die also entsprechend durchführen. Und wenn ich gut bin, habe ich hinterher 3 grüne Felder. Quasi so funktioniert das entsprechende Spiel. Und es ist sehr, sehr, sehr beliebt, und wie ich sehe, haben Sie durchgespielt. Ich klicke jetzt auf Sie drauf, gehe auf Spielen, sehe, Sie haben die Disziplin Kunst und Kultur gewählt. Nichts, was ich hier auf der ITZE erwarten würde. Und die erste Frage lautet: In welchem holländischen Ort wurde der Künstler Rembrandt geboren? Wissen Sie es? Ich verrate es Ihnen. In der Stadt Leiden. Tatsächlich. Ich habe hier entsprechend die richtige Antwort gegeben. Die nächste Frage lautet: Für welche Erfindung ist Christian Dion hauptsächlich bekannt? Ja, the new look. Auch richtig. Habe schon wieder richtig geantwortet. Ja, Sie ziehen schon die Stirne kraus. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. In welcher Stadt wurde Andy Warhol geboren? Nein, es ist nicht New York, was man denken könnte. Es ist Pittsburgh. So, und jetzt kommen wir zum schönen Ergebnis. Ich sehe besser aus als Sie. Ich habe also hier tatsächlich 3 richtige, während Sie nur 2 richtige haben. Ich kann also einen richtigen haben, richtig, genau. Ich habe hier 3-mal grün und Sie eben nur 1-mal grün. Und jetzt muss ich natürlich gleich ein Geständnis abgeben. Ich habe gemogelt.
also hier einen Angriff durchgeführt. Das heißt, wenn ich hier spiele und als Beispiel Glaube und Religion als Disziplin wähle, dann kann ich relativ einfach die Antworten geben, ohne die Fragen auch nur ein einziges Mal gesehen zu haben. Zack, 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 weil die richtige Antwort bei mir vorher schon ausgewählt ist. Das heißt, egal was ist, ich muss die Fragen nicht lesen, selbst wenn ich hier die App in der norwegischen Version runterladen würde, ich würde immer noch alles richtig machen. Perfekt. Ich würde sagen, trotzdem ein Applaus für unseren Alberto, der mitgespielt hat. Ich freue mich, dass Sie trotzdem mitgemacht haben. Also, das muss doch ein bisschen Anerkennung erfahren. Danke fürs Mitmachen. Ja, wie kommt es dazu, dass wir Apps relativ einfach angreifen können? Und wie kommt es dazu, dass wir Apps ganz häufig bei Penetrationstests prüfen müssen? Zunächst, wie prüfen wir eigentlich Apps? Da gibt es drei Möglichkeiten, Angriffe durchzuführen. Die eine Möglichkeit ist die einfachste und die naheliegendste. Man schaut sich den Netzwerk-Traffic an, dem Smartphone und ja, der Cloud und dem System, mit dem das Smartphone kommuniziert. Oftmals hat man hier die Möglichkeit, eine Man-in-the-Middle-Attack durchzuführen. Dann befindet man sich einfach zwischen Smartphone und System und hat da die Möglichkeit, die Kommunikation einzusehen. Und dieser passive Angriff, nur draufschauen, was passiert, hat bei den ersten Versionen von QuizDuell bereits Erfolg gezeigt. Da haben Sie mich gesehen, dass in dem Augenblick, in dem das Endgerät mit den Fragen- und Antwortkandidaten ausgestattet wird, dass da schon drin markiert ist, welches die richtige Antwort ist. Nächster Step war, dass QuizDuell die Verbindung verschlüsselt hat mit SSL. Was machen wir da? Klar, eine Man-in-the-Middle-Attack. Also wir tragen gewissermaßen in dem iPhone oder dem Endgerät, das wir uns anschauen, einfach einen Proxy ein und haben dann die Möglichkeit, die Kommunikation entsprechend einzusehen. Dann haben wir das im Fernsehen gezeigt, in dem Fall in der Sendung mit dem Sender RTL. Und die Entwickler von QuizDuell haben Certificate Pinning eingesetzt. Also haben wieder die Latte ein kleines bisschen schwerer gelegt. Und wir mussten aber ganz, ganz schnell das Spiel hacken. Also wir hatten keine große Zeit gehabt, das Certificate Pinning noch in irgendeiner Art zu überwinden. Und haben dann die App manipuliert. Das heißt, wir haben die App, die hier läuft, runtergeladen, modifiziert und dann wird draufgeladen. Und das ist das, wo die Softwareentwickler in aller Regel nicht damit rechnen. Also den Apps, also gewissermaßen Programme, die dafür da sind, runtergeladen werden, um ausgeführt zu werden, sind nicht ganz so einfach zu verändern. Gar nicht so einfach da, Patches zur Verfügung zu stellen. Die Praxis zeigt immer wieder, dass Softwareentwickler von Apps nicht davon ausgehen, dass wir die App im Debugger anschauen, dass wir Traffic austauschen, dass wir die App umprogrammieren. Das sind alles Dinge, die fürchten die nicht und haben deswegen auch kein sinnvolles Heilmittel dagegen. Deswegen sind solche Angriffe für uns immer wieder verblüffend einfach durchzuführen. So, ich möchte Ihnen jetzt kurz zeigen, was wir mit so einem iPhone alles anstellen können. Und zu meiner eigenen Überraschung stelle ich fest, dass, doch da ist die Folie, ich hatte gerade gedacht, die ist verschwunden, ist sie aber nicht. Was Sie hier also sehen, ist eine modifizierte Version von iOS, die wir gerne einsetzen, um Angriffe durchzuführen. Mit diesem iOS haben Sie große Vorteile. Zum einen können Sie In-App-Käufe kostenlos durchführen. Wenn Sie also einen In-App-Kauf tätigen, wird eigentlich iTunes aufgerufen und Sie werden aufgefordert, 1,29 € zu bezahlen für eine App oder 59 Cent für 10 neue Leben oder Waffen oder ähnliches. Und diese Requests, die fangen wir ab und geben der App die Meldung zurück, dass der Kauf erfolgreich getätigt worden ist. Und dann haben wir die ganzen Features kostenlos. Eine ganz spannende Angelegenheit, weil über den iTunes Store Milliarden von Euro umgesetzt werden und sehr viele Apps diesbezüglich noch verwundbar sind. Wir können noch mehr machen. Wir haben hier unten noch Fake GPS Location. Wir können also den mobilen Endgeräten bzw. sämtlichen Apps, die darauf residieren, können wir andere GPS-Orte mitgeben. Das hatten wir gebraucht von Penetrationstest einer Notruf-App, aber heute weiß ich, experimentieren meine Mitarbeiter damit, um was zu machen? Um zu Hause Pokémon Go spielen zu können.
Da können Sie einfach das Gerät quasi virtuell beliebig bewegen. Sie können sogar auf, mit Google Maps Routen erzeugen und die dann quasi in einer normalen menschlichen Geschwindigkeit ablaufen und können dann zu Hause Pokémon Go spielen, ohne sich bewegen zu müssen. Perfekt, wir schauen wieder auf meine Agenda und überlegen uns, was wir jetzt angreifen wollen. Ich würde Ihnen gerne kurz was, damit das am Schluss nicht zu kurz kommt, erzählen über verschlüsselte Kommunikation und schlecht verschlüsselte Kommunikation. Da geht nämlich überraschend viel. Fangen wir an beim schlechtesten Kommunikation, schlechtesten Verschlüsselung, wie wir uns vorstellen können. Das sind Funkmäuse. Ich empfehle Ihnen allen dringend, Funkmäuse, wo Sie sie sehen, wegzuwerfen. Funkmäuse können wir alle knacken, denn die Verschlüsselung zwischen Funkmaus und PC ist immer unverschlüsselt. Also Finger weg von den Funkmäusen. Man könnte jetzt naiv betrachtet sagen, was soll's? Was bringt es einem Täter zu wissen, dass sie ihre Maus gestern 10.15 Uhr im Winkel von 45 Grad 10 cm bewegt haben? Diese Information kann ich nur sehr schwer auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Aber ich habe nicht nur die Möglichkeit, die Kommunikation passiv mitzulesen. Ich kann auch Ihre Maus bewegen. Das scheint zunächst mal auch nicht so kritisch zu sein, aber ich habe die Möglichkeit, Ihre Maus zu bewegen, beim Windows-Betriebssystem Virtual Keyboard aufzurufen, rechte Maus, und dann aufrufen. Und dann habe ich die Möglichkeit, Befehle einzutippen, die von Ihrem PC ausgeführt werden. Das heißt, Ihre Maus entführe ich, steuere sie fern, und habe so die Möglichkeit, bei Ihnen den Loki-Trojaner zu starten. Ich habe sogar die Möglichkeit, die Warnungen, die in Windows 10 ausspuckt, wegzuklicken. Und ich habe ja die Maus. Also, Hände weg von Funkmäusen, keine Funkmäuse mehr einkaufen, existierende Funkmäuse aus Ihrem Unternehmen verbannen. Zweiter Punkt, der noch schlimmer ist. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon mal einen Vortrag gehalten unter Einsatz des Logitech Presenters. Haben Sie dieses Ding schon mal irgendwo gesehen? Im Konferenztisch, im Hotel? Ich sehe schon einige von Ihnen grinsen. Möglicherweise haben Sie sowas sogar schon mal benutzt, in der Hand gehabt. Dieses Ding ist ein trojanisches Pferd. Dieses Ding ist eine Backdoor, die mir vollen Zugriff zu Ihrem PC ermöglicht. Denn auch diese Kommunikation zum Endgerät ist unverschlüsselt. Dieses Ding ist aber noch schlimmer. Denn dieses Ding präsentiert sich dem PC nicht nur als Maus, sondern auch als Tastatur. Denn Sie haben ja einen Laserpointer eingebaut und eben Tasten für vor und zurück, damit Sie PowerPoint fernsteuern können. Das Schlimme ist, ich habe hier also eine vollständig unverschlüsselte Funkmaus und Funktastatur, die Ihren PC fernsteuert. Das heißt, wenn Ihr Vorstandsvorsitzender auf der Hauptversammlung eine Präsentation macht und diese Logitech Presenter Installation einsetzt, dann habe ich die Möglichkeit, den beliebig zu bashen. Ich habe die Möglichkeit, meine Folien zu zeigen, ich habe die Möglichkeit, ins Internet zu gehen. Wenn mir nicht passt, was er erzählt, kann ich statt PowerPoint YouPorn aufrufen im Browser oder Ähnliches. Also mein zweiter Appell an Sie, verzichten Sie auf den Einsatz des Logitech Presenters, denn er ist gefährlich. Dritter Punkt, Funktastaturen. Haben wir hier auch eine. Hier sehen Sie die Funktastatur von Cherry, die damit wirbt, mit dem AES 256 zu arbeiten. Das heißt, eine verschlüsselte Kommunikation zwischen Tastatur und PC aufzubauen. Das tut sie auch, aber naiv. Das heißt, wir können hier Angriffe durchführen mit der Konsequenz, dass wir erstens in der Lage sind, Ihr Passwort mitzuschneiden, was Sie morgens eingeben. Dieses Passwort kann ich replayen, ich kann einen Replay-Attack durchführen. Ist dann spannend, wenn Sie hinterher in der Mittagspause Ihren PC gelockt haben mit Windows L, dann kann ich hergehen und auf meinem Hacker-Device auf den Knopf drücken und Ihr Passwort wieder abspielen. Hacker-Device ist dies hier. Das ist Raspberry Pi mit einer Stromversorgung und da haben wir die Möglichkeit, hier mitzuschneiden, wenn Sie was eintippen. Ja, erstmal klasse. Also ich kann Ihr Passwort replayen und kann Ihren Log, Windows L, Bildschirmschoner-Log wegfegen. Aber wenn ich keinen Zugriff zu Ihrem Büro habe, kann ich immer noch keinen Schindluder treiben. Jetzt kommt der Clou. Ich kann auch eine Keystroke-Injection durchführen. Ich kann also mit Antennen, die ich hier übrigens sogar dabei habe,
winzig kleinen Antennen, die Sie für günstiges Geld einkaufen können, habe ich die Möglichkeit, aus einer erheblichen Entfernung Ihnen, nachdem ich Ihr Passwort abgeschaltet habe, also Ihr Passwort Bildschirm schon quasi gereplayt habe, da kommt dieses kleine USB-Device in mein Angriffsgerät rein und dann habe ich die Möglichkeit, so Kommandos zu injecten. Zum Beispiel kann ich bei Ihnen einen Trojaner starten, den Loki starten oder irgendwas anderes anstellen. Also aufgepasst mit Funktastatur. Angriffe auf Kryptosysteme sind alles andere als einfach. Auch wir können trotz unserer besonderen Expertise den AES nicht knacken. Aber es werden immer wieder Fehler gemacht. Zum Beispiel ist es so, dass hier eigentlich Maßnahmen getroffen werden, die Replay-Attacks schwerer machen. Nämlich, es wird mit dem, also der AES wird im Counter-Mode betrieben. Das heißt also, jedes einzelne Paket wird durchnummeriert und so können wir sicherstellen, dass eine Doublette erkannt wird. Dass gemerkt wird, da wird noch was geschickt, dann merkt der Empfänger, ist eine Doublette und verwirft das Paket. So werden Replay-Attacken unmöglich gemacht. Aber die haben in der Implementierung Fehler gemacht. Es ist so, wenn Sie hier als Beispiel auf Ö tippen, dann ist es gar nicht so, dass einfach nur die Information, Sie haben Ö getippt, zum PC kommt, sondern es kommt die Information zum PC, Sie haben die Taste Ö gedrückt, und danach kommt die Information, Sie haben die Taste wieder losgelassen. So arbeiten Tastaturen, also auch kabelgebundene Tastaturen. Der Clou ist jetzt, dass ich weiß, wenn kein Traffic kommt, wenn die Tastatur nichts sendet, was war dann das letzte Paket, was rausgeschickt wurde? Natürlich das Key-Release-Paket, natürlich das Paket, mit dem Sie sagen, Sie haben die Tastatur wieder losgelassen. Das heißt, plötzlich habe ich einen Known Plaintext Attack und kann mich hier so langsam der Kryptographie nähern. Das heißt, Kryptographie ist was richtig Schwieriges. Ich rate jeden von Ihnen ab, Kryptographie selber zu studieren. Da haben Sie so viele Möglichkeiten, dass was schief geht. Ja, was auch schief gegangen ist, ist vor 2 Wochen haben wir auch einen schönen Angriff durchgeführt. Und zwar hat die Supermarktkette Aldi eine Alarmanlage verkauft. Haben Sie die gekauft? Sie nicken gerade? Haben Sie gekauft? Nein, ein Jammer. Sonst könnte ich nämlich vor Ihr Haus fahren und über ein von uns gebautes Funkgerät die Alarmanlage ausschalten. Das heißt, da sehen wir, dass im Bereich Internet of Things und Funktastaturen sehr viel machbar ist. Theoretisch war das früher auch alles machbar, aber früher war es unbezahlbar. Da war es sehr teuer. Da brauchten Sie zum Angriff und zum Man-in-Middle-Attack gegen proprietäre Funkprotokolle spezielle Hardware. Da brauchten Sie also viele zigtausend, wenn nicht sogar 100.000 Euro an Budget und erhebliches Know-how. Und da waren solche Alarmanlagen noch relativ sicher. Heute gibt es Software-Defined Radio, wie zum Beispiel hier die Implementation Crazy Radio, die wir einsetzen. Dieses Ding kostet 18 Euro, ist also Taschengeld geeignet. So würde ich es mal sagen. Das verändert auch die Bedrohungslage. Wenn die Angriffskosten geringer werden, ändert das für mich die Bedrohungslage. So, ich sehe, dass unsere Zeit ausgeht. Ich will irgendwas noch zeigen. Was nehmen wir denn am nettesten? Ich würde sagen, wir machen einen Angriff gegen gegen Fotokamera. Ich habe hier eine Fotokamera. Es handelt sich um eine sehr schöne Kamera, nämlich die Canon G15. Und ich bräuchte jemanden, der mich unterstützt. Dürfte ich Sie kurz auf die Bühne bitten? Super, kommen Sie zu mir. Sie haben hier die Kamera und ich würde Sie bitten, zunächst mal die Kamera zu nehmen, genau, und mir zu sagen, die Frage zu beantworten, befinden sich Fotos auf der Kamera? Genau, da gibt es eine blaue Play-Taste. Jetzt drehen Sie mal am Rad so ein bisschen, genau, das ist hier können Sie also sehen, keine Fotos auf der Kamera. Jetzt würde ich Sie bitten, 4 Fotos zu schießen. Eins. Zwei. Von mir. Es hat nicht geklickt, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, hat doch, okay, dann waren das 4 Fotos. Jetzt würde ich Sie erneut bitten, zu prüfen, ob sich Fotos auf der Kamera befinden. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Also, ich rekapituliere. Ich brauche Sie noch. Wir haben als erstes geprüft, sind Fotos auf der Kamera? Es waren keine Fotos auf der Kamera. Haben wir das wirklich, können wir das wirklich mit Sicherheit sagen? Eigentlich nicht.
ich hätte ja die Kamera auch füllen können mit lauter schwarzen Fotos, dann sieht es nur so aus, als wären keine Fotos auf der Kamera. Ich hätte auch das Bild, keine Fotos vorhanden, auf die Kamera spielen können. Also so ein bisschen Tricksen ist da möglich. Danach haben sie insgesamt 4 Fotos geschossen, danach waren Fotos auf der Kamera, nämlich 4 Stück. So, jetzt geschieht der Hack. Ich würde Sie bitten, die Kamera einfach festzuhalten, zu verwahren und sicherzustellen, dass niemand die Kamera anfasst. So, sehr schön. In der Zwischenzeit will ich noch irgendwas anderes zeigen. Mein Vorschlag wäre, ich zeige so ein bisschen was im Bereich AV-Evasion. So. Na? Mein Windows. Ich bin kurz etwas überrascht. Der will gerade nicht so, wie er soll. Ich wollte gerade einfach zeigen, Maschine zurücksetzen, Pause zurücksetzen. Tadam, tadam, tadam. Mein Windows scheint hier abgestürzt zu sein, also das virtuelle Windows. Ich gucke einfach mal, ob das funktioniert, wenn ich es einfach neu boote. Unterdessen machen wir uns Gedanken, wie wir an Virenscannern vorbeikommen. Wir haben alle gesehen, dass der Loki-Virenscanner sehr erfolgreich war, entschuldigen Sie, der Loki-Trojaner sehr erfolgreich war, obwohl wir, sehr schön, der kommt hoch, obwohl wir an allen Ecken Virenscanner haben. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir ohne großen Aufwand in der Lage sind, jeden Schadcode durch jeden Virenscanner durchzumogeln mit entsprechenden Manipulationstechniken. Und wie wir das machen, möchte ich kurz zeigen. Ich habe hier eines unserer Tools, das wir hier sehr gerne einsetzen, um an Virenscannern durchzukommen. Zunächst mal brauchen wir einen Virus oder Trojaner. Ich erlaube mir, den nach Ihnen zu benennen. Wie heißen Sie mit Vornamen? Andreas. Sehr schön. Wir bauen jetzt also einen Trojaner, den ich Andreas nenne. Ob das jetzt eine ruhmvolle Sache ist, dass nach Ihnen ein Trojaner benannt wird. Aber den Trojaner, den ich jetzt generiere, ist der Metapreter, also ein extrem bekannter Trojaner, der eigentlich von jedem Virenscanner dieser Welt identifiziert wird. Mal schauen, ob das geschieht. Dazu gehen wir auf mein Windows-System, starten hier einen Webbrowser, finden hier andreas.exe auf. Wir sehen, dass Andreas sehr schlank ist, mit 4,5K, ein sehr kompaktes Tool. Also auch über langsame Verbindungen schlüpft er quasi über einen Drive-By-Download auf ein Zielsystem. Da ist er. So, und jetzt klicken wir auf andreas.exe. Schauen Sie genau, was der Windows-Virenscanner macht mit dem andreas.exe. 1, 2, 3. Schauen Sie rechts oben, Malware erkannt. Windows Defender eliminiert den Andreas. Was wir erwartet haben, denn das ist ja das bekannteste Tool schlechthin als Trojaner, der Metapreter. Also brauchen wir gar nicht versuchen, klappt nicht. Jetzt gehen wir her und bauen den Andreas2.exe, setzen dazu einen anderen Trojaner-Generator ein, nämlich unseren Skolo. Und unser Skolo macht nichts anderes, als den Original-Metapreter zu tarnen, sodass der nicht identifiziert wird. Erstens, wir arbeiten polymorph. Unser Trojaner sieht jedes Mal anders aus. Zweitens, unser Trojaner ist selbst extrahiert oder er beinhaltet selbst extrahierten Code. Das heißt, der entzippt sich und ruft das, was dabei rauskommt, hinterher auf. Immer wenn Sie selbst extrahierten Code haben, dann ist dieser einer statischen Code-Analyse nicht mehr zugänglich. Drittens, unser Trojaner verhält sich auch anders. Das heißt, unser Andreas 2, sehen Sie, ist also knapper. Und wenn ich hier draufklicke, zack, sehen Sie, es meldet sich kein Virenscanner. Das heißt, der Andreas 2 gelangt ohne großen Aufwand auf mein Zielsystem. Jo, und jetzt habe ich die Möglichkeit zu zeigen, was geschieht, wenn der Andreas 2 ausgeführt wird. In dem Fall zeige ich einfach, dass ich das System vollumfänglich in meine Gewalt bringen kann, dass ich also mit dem Andreas 2 anstellen kann, was auch immer ich mag. So. Dürfte ich Sie unterdessen noch mal auf die Bühne bitten, kurz, denn ich habe nur noch 2 Minuten und will das noch hinkriegen. So, Sie sehen also, ich aktiviere den Andreas 2, der auf meinen Rechner gelangt ist, gehe auf mein Tätersystem, warte, bis sich mein Opfer bei mir meldet, danke, und danach gebe ich ganz kurz einen Befehl ein, ich brauche Sie noch, nämlich den Befehl Shutdown. Da ist er, schauen Sie her, auf meinem Tätersystem gebe ich ein Shutdown.
Down. Zack, und das Windows, sehen Sie, weg ist es. Das ist so vollumfänglich in meine Gewalt gebracht. Jetzt zu Ihnen. Ich rekapituliere. Kamera war leer, Sie haben 4 Fotos gemacht. Danach waren 4 Fotos drauf. Und jetzt schauen Sie mal, was mit den Fotos passiert ist. Na, sehen Sie es? Katzenfotos, genau. Also wir haben die Fotos ergänzt durch eine Vielzahl von richtig süßen kleinen Kätzchen, die auf die Kamera gekommen sind. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Mitmachen. Noch einen kleinen Applaus für meine Unterstützung. Ich habe nur eine Minute Zeit, deswegen kann ich hier keine Rätsel draus machen und muss Ihnen gleich erzählen, wie der Angriff funktioniert. Wenn wir die Kamera öffnen, kommt eine SD-Karte raus. Das ist die SD-Karte, die Sie gerade im Einsatz gesehen haben. Und auf dieser SD-Karte ist ein WLAN drauf. Also hier drauf ist ein WLAN. Da läuft ein Linux drauf. Da ist ein Apache-Webserver drauf. Da ist eine Web-Applikation drauf. Und diese Web-Applikation verfügt über eine OS-Command-Injection-Vulnerability. Ist also in der Tat hier angreifbar und der Angriff fand hier gerade statt. Ein Angriff im Bereich Internet of Things. Schön, meine Damen und Herren, meine Zeit ist abgelaufen, wie ich so schön sehe. Und ich kann Sie noch darauf hinweisen, wenn Sie Interesse an Penetrationstests haben, merken Sie sich diese E-Mail-Adresse. Wir würden Sie sehr gerne unterstützen, ob das Web-Applikationen sind oder Kameras, machen wir sehr gerne. Wenn Sie Interesse haben, an unserem Messestand vorbeizukommen, der ist nicht weit weg, der ist quasi in diese Richtung, Luftlinie würde ich selbst schätzen 70 Meter. Und wir haben auch ein volles Vortragsprogramm, das heißt also jeden Tag sind an unserem Stand echte, nicht werbliche Vorträge mit echtem Content über Forensik, über Angriffe auf Hardware. Morgen ist mein Mitarbeiter Deg da, Angriffe auf Hardware. Schauen Sie sich das an. Ich lege hier noch ein paar Visitenkarten aus, wenn Sie Interesse haben. Und dann bleibt mir nichts zu sagen als vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hat mir Spaß gemacht, hier zu sprechen. Danke. Danke. Okay. Für uns ist die Messe jetzt zu Ende. Das war die ITSA 2016. Und mehr Informationen zur Messe und zu unseren Beiträgen findet ihr unter itsa16.qsofu.com. Falls ihr keine Lust mehr auf Security und Technik habt, schaut einfach mal in die Endcard. Da findet ihr weitere Informationen zur Gamescom 2016. Da haben wir auch einige Beiträge für euch vorbereitet.